Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 187. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Nachdem in der vorletzten Folge die notwendige Bedingung für lokale Extrema behandelt wurde, soll nun in dieser Folge, und zwar mit Hilfe der Taylor-Formel, eine hinreichende Bedingung entwickelt werden. Wir betrachten dazu einmal eine zweimal stetig partiell differenzierbare Funktion f auf einer offenen Teilmenge g des R auch n. Dann haben wir im Video Nummer 184 gezeigt, dann können wir diese Funktion in der Umgebung des Punktes x, also an der Stelle x plus h, in eine Taylor-Formel entwickeln. Und diese Taylor-Formel können wir zumindest bis zum Restlied R2 von h aufschreiben. Das Restlied R2 von h können wir hier nicht explizit hinschreiben, da wir hier nur vorausgesetzt haben, dass diese Funktion zweimal differenzierbar ist. Und es wird jetzt zunächst einmal darum gehen, wie wir eine Abschätzung für dieses Restlied R2 von h finden können und vor allen Dingen, wie wir diese Doppelsumme, die hier oben steht, in der Mitte, die ja im Prinzip repräsentiert den Vektor h transponiert mal die Hesse-Matrix an der Stelle x mal den Vektor h, wie wir diese Doppelsumme abschätzen können. Und der Trick besteht jetzt einfach darin, wir könnten ja auch die Taylor-Formel einmal benutzen und diese Taylor-Formel aufschreiben bis zum Restlied R1 von h. Das würde dann hier ergeben, das ist f an der Stelle x plus der Gradient von f an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor h und jetzt würde kommen das Restlied R1 von h. Und dieses Restlied möchte ich hier aber einmal ausführlich hinschreiben. Dieses Restlied lässt sich darstellen durch ein Halbmal. Auch das finden Sie, wie gesagt, wieder im Video Nummer 184. Ein Halbmal die Doppelsumme und die Doppelsumme läuft von J2 und J1 jeweils von 1 bis n über die zweiten partiellen Ableitungen der Funktion f, allerdings an der Stelle x plus einem xi mal h. Differenzieren müssen wir das nach den Variablen xj2 und xj1. Multipliziert mit den Faktoren h Index j1 und h Index j2. Und dann möchte ich hier vielleicht noch gleich vermerken, dass xi ist irgendeine Zahl zwischen 0 und 1. Im ersten Schritt wollen wir jetzt also Folgendes machen. Also erstens Abschätzung des Restliedes, also von R2 von h. Und das gelingt uns jetzt mit dieser Gleichung. Wir können nämlich diese Gleichung einmal jetzt auflösen nach R2 von h. Dabei bedenken wir allerdings, dass jeweils auf der linken und rechten Seite f von x steht. Das würde sich herausheben, genauso wie der Gradient. Der würde sich auch jeweils auf der linken und rechten Seite sich hier einfach herausheben. Dann erhalten wir hier also R2 von h ist gleich ein Halb zunächst einmal und diese beiden Doppelsummen, die ja auftreten, die können wir, da es sich ja hier um endliche Summen handelt, zu einer einzigen Doppelsumme zusammenfassen. Das heißt, wir halten dann hier die Doppelsumme von J2 und J1 jeweils von 1 bis n. Und in dieser Doppelsumme stehen jetzt folgende Terme, nämlich einmal die zweite partielle Ableitung von f an der Stelle x plus xi mal h nach den Variablen xj2 und xj1 und dann nochmal die zweite partielle Ableitung von f im Punkt x. Auch das müssen wir differenzieren nach den Variablen xj2 und xj1. Und dann haben wir noch die beiden Faktoren dort stehen, h Index j1 und h Index j2. Später werden wir sehen, dass wir nicht die Abschätzung von R2 an der Stelle h benötigen, sondern gerade die Abschätzung für R2 von h dividiert durch die Norm von h hoch 2. Und damit wollen wir uns jetzt zunächst einmal beschäftigen. Können wir diesen Ausdruck irgendwie abschätzen? Wenn wir R2 an der Stelle h auf der linken Seite durch die Norm von h
zum Quadrat dividieren, müssen wir das natürlich auf der rechten Seite auch machen. Und die Norm eines Vektors h zum Quadrat ist hier irgendeine positive Zahl, sage ich mal, eine Konstante auf jeden Fall. Die können Sie in diese Doppelsumme hinein multiplizieren. Und das mache ich jetzt auch und teile diese Norm zum Quadrat gleich einmal auf in zwei einzelne Normen. Und diese beiden einzelnen Normen schreibe ich gerade unter h-Index j1 und unter h-Index j2. So, wenn wir jetzt bedenken, dass wir vorausgesetzt haben, dass unsere Funktion zweimal stetig partiell differenzierbar ist, dann heißt das ja nichts anderes, dass die zweiten partiellen Ableitungen alle stetig sind. Und das würde bedeuten, wenn Sie den Grenzwert von dieser Gleichung jetzt mal betrachten, und zwar den Grenzwert für h gegen 0, dann würden offensichtlich alle Ausdrücke in diesen eckigen Klammern gegen 0 gehen, da ja die zweite partielle Ableitung im Punkt x stetig ist. Und zwar gilt das für h gegen 0. Die Frage ist jetzt nur noch, wenn die Ausdrücke in den eckigen Klammern alle gegen 0 konvergieren, was passiert dann eigentlich mit diesen Faktoren, die rechts neben der eckigen Klammer stehen? Wenn h gegen 0 geht, was wird aus diesen Ausdrücken? Sind die Ausdrücke beschränkt oder unbeschränkt? Und dazu schauen wir uns zunächst einmal an den Ausdruck h Index j1 dividiert durch die Norm von h. Und zwar betrachten wir nicht diesen Ausdruck, sondern den Betrag dieses Ausdrucks. Nach den Rechenregeln für Beträge können Sie jetzt diesen Betrag aufsplitten in den Betrag einmal vom Zähler, das ist h-Index j1, dividiert durch den Betrag des Nenners. Und da die Norm von einem Vektor h ja immer nur eine positive Zahl liefern kann oder höchstens gleich 0 werden kann, auf keinen Fall negativ werden kann, brauchen Sie ja eigentlich keine Betragsstriche mehr raufzugeben. Sie können ja eigentlich nur gleich schreiben, das ist die Norm von h. Im nächsten Schritt werden wir die Norm von h noch einmal explizit aufschreiben. Das ist die euklidische Norm, die wir verwenden. Und das wäre gerade die Wurzel aus allen Komponenten dieses Vektors zum Quadrat. Das heißt h1 Quadrat. Und da wir ja einen Vektor h haben, aus dem r auch n, haben wir ja also n Komponenten zu berücksichtigen. Dann würde h2 zum Quadrat kommen. Die lasse ich mal alle weg. Ich schreibe nur noch die Komponente h Index j1 zum Quadrat hin. Und dann noch die letzte Komponente h Index n zum Quadrat. Und daraus müssten wir jetzt die Wurzel ziehen. Das machen wir aber nicht. Wir wollen diesen Bruch eigentlich nur abschätzen. Und zwar nach oben hin. Nach oben können wir diesen Bruch dadurch abschätzen, indem wir den Nenner möglichst klein machen. Und das bedeutet, wir müssen versuchen, den Radikanten in der Wurzel möglichst klein zu machen. Und das können wir erreichen, indem wir fast alle positiven Zahlen, nämlich die ganzen h-Quadrate, die in der Wurzel stehen, indem wir die einfach weglassen. Und wir berücksichtigen in dieser Wurzel eigentlich nur noch den Ausdruck oder den Term h-Index j1 zum Quadrat. Also die ganzen anderen h-Quadrate lasse ich hier jetzt weg. Und das bedeutet dann, dass dieser Bruch dann offensichtlich kleiner ist als der Bruch, den ich hier rechts hingeschrieben habe. Und wir wissen, die Wurzel aus einer Variablen zum Quadrat ist nichts anderes als der Betrag dieser Variablen. Und Sie sehen, hier kommt offensichtlich 1 raus, weil sich der Zähler und Nenner hier gerade rauskürzen. Wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, das gilt, wenn x-Betrag kleiner ist als a, dann ist diese Ungleichung ja äquivalent zu minus a ist kleiner als x und x ist kleiner als a. Und diese Tatsache werde ich jetzt hier verwenden. Wir können dafür also schreiben, das ist äquivalent zu minus 1 kleiner gleich h Index j1 dividiert durch die Norm von h ist kleiner gleich 1. Was heißt das? Das bedeutet, dieser Quotient ist offensichtlich beschränkt. Dasselbe würden Sie herausbekommen, wenn Sie den Bruch betrachten, h Index j2 dividiert durch die Norm von h. Auch hier würden Sie herausfinden, dass dieser Bruch ebenfalls beschränkt ist. Das heißt letztendlich, dass die beiden Brüche, die hier rechts neben der eckigen Klammer stehen, beide beschränkt sind.
Und das bedeutet dann, daraus folgt jetzt direkt, da der Ausdruck rechts neben der Eckingklammer beschränkt ist und der Ausdruck in der Eckingklammer für h gegen 0 konvergiert, heißt das nichts anderes, dass die gesamte rechte Seite dieser Gleichung gegen 0 konvergiert. Das bedeutet letztendlich Limes h gegen 0 von dem Restglied R2 von h dividiert durch die Norm von h hoch 2 ist gleich 0. Und das bedeutet, dass das Restglied schneller als quadratisch gegen 0 geht. Und diese Gleichung, die werde ich hier zunächst einmal einrahmen, weil wir sie an einer späteren Stelle nochmal benötigen werden. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt um diese Doppelsumme in der ersten Gleichung, die ich hier oben hingeschrieben habe, kümmern. Auch diese wollen wir abschätzen. Diese Doppelsumme ist ja nichts anderes als der Vektor H transponiert mal die Hesse-Matrix mal den Vektor H. Um diese Doppelsumme jetzt abzuschätzen, das ist also unser zweiter Schritt jetzt, also zweitens Abschätzung von, wir kümmern uns zunächst, das ein halb lasse ich erstmal weg, also H transponiert HF an der Stelle x mal H. Diesen Ausdruck, den wollen wir abschätzen, und dazu betrachten wir einmal die sogenannte Einheitssphäre. Die Einheitssphäre. Was verstehen wir darunter? Zunächst einmal möchte ich sie definieren durch den Buchstaben S. Das soll sein die Menge aller Vektoren H aus dem R auch N, für die gelten soll, dass die Norm dieser Vektoren jeweils die Länge 1 hat. Das heißt, konkret betrachten Sie mal den R auch 2. Das möchte ich hier rechts mal hinskizzieren. Wenn Sie den R auch 2 betrachten, dann wäre die Einheitssphäre offensichtlich gerade die Menge aller Vektoren aus dem R auch 2, deren Länge gerade 1 ist. Und das ergibt im Prinzip den Rand eines Einheitskreises um den Koordinatenursprung herum. Das wäre die Einheitssphäre, also der Rand des Einheitskreises um den Koordinatenursprung. Betrachten Sie den R auch 3, dann würde die Sphäre des R auch 3 bedeuten, das ist die Oberfläche einer dreidimensionalen Einheitskugel um den Koordinatenursprung herum. Und das können wir jetzt so weiterspielen, das Spiel. Betrachten Sie die Sphäre für einen Vektor h aus dem R auch n. Das wäre dann die Oberfläche einer n-dimensionalen Einheitskugel um den Koordinatenursprung herum. Diese Sphäre ist auf jeden Fall, wie man schon sieht, auf jeden Fall beschränkt. Was heißt beschränkt? Beschränkt bedeutet, Sie müssen eine Kugel finden, eine Kugel, in der die Sphäre enthalten ist. Und wenn Sie so eine Kugel finden, die im R auch n liegt, dann ist die, in unserem Fall, die Sphäre auch beschränkt. Und das ist offensichtlich so. Unsere Kugeln haben ja alle den Radius 1, und Sie können eine Kugel um den Koordinatenursprung wählen, beispielsweise vom Radius 2, in der die Sphäre dann vollkommen enthalten ist. Daher ist diese Menge S auf jeden Fall beschränkt. Und wir sehen, dass diese Menge S offensichtlich auch abgeschlossen ist. Abgeschlossen bedeutet, dass jeder Randpunkt dieser Menge S und alle Randpunkte dieser Menge S sind ja im Endeffekt die Oberfläche der n-dimensionalen Kugel. Alle Randpunkte sind wieder in der Menge S zu finden, und das bedeutet, dass die Menge S kompakt ist. Eine kompakte Menge. Und was wir jetzt noch betrachten, ist, wir betrachten jetzt eine Abbildung, die ich hier mal mit Psi bezeichnen möchte, aus dieser Menge S in die Menge der reellen Zahlen. Und zwar soll hier jedem Vektor h aus dieser Sphäre zugeordnet werden, der Vektor h transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x multipliziert mit h. Und wir sehen, wenn wir das mal ausführlich hinschreiben, dieses Produkt von H transponiert mal der Hesse-Matrix mal H, das ist ja nichts anderes, das haben wir hier oben ja schon stehen, in der ersten Zeile. Das ist die Doppelsumme über J2 und J1 gleich 1 bis n über sämtliche zweiten partiellen Ableitungen. Das möchte ich hier nochmal hinschreiben. Das ist also die Doppelsumme von J2 und J1 gleich 1 bis n
über die zweiten partiellen Ableitungen der Funktion f im Punkt x nach den Variablen xj2 und xj1 multipliziert mit den Faktoren h-Index j1 und h-Index j2. Wenn Sie sich diese Summe nun ausführlich einmal hinschreiben würden, dann würden Sie sehen, Sie halten hier ein Polynom zweiten Grades in den Variablen hj1 und hj2. Und wir wissen, dass Polynome zweiten Grades alle stetig sind. Das heißt, diese Funktion psi wäre auf dieser kompakten Menge stetig. Und das bedeutet, das haben wir im Video Nummer 169 hergeleitet, wenn Sie eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge haben, dann bedeutet das, dass diese Funktion auf dieser kompakten Menge auf jeden Fall ihr Maximum und ihr Minimum annehmen muss. Das bedeutet, psi nimmt auf der Menge S ihr Maximum und ihr Minimum an. So, was bringt uns das Ganze, könnte man sich jetzt fragen. Und zwar betrachten wir jetzt einmal den Sonderfall, dass die Hesse-Matrix positiv definiert ist. Also erstens, HF sei positiv definiert, wollen wir mal annehmen. Dann können wir Folgendes schreiben. Wenn diese Funktion psi auf dieser Menge s ihr Maximum und ihr Minimum annimmt, dann muss es ja offensichtlich einen Vektor geben, so dass für eine positiv definierte Matrix diese Funktion psi für diesen Vektor ihr Minimum annimmt. Das heißt also, es gibt einen Vektor aus s, und den möchte ich hier bezeichnen mit h-Index min, das ist also irgendein Vektor s, und zwar so, mit der Eigenschaft, dass psi für diesen Vektor h-min, was ja nichts anderes darstellt als h-min transponiert, mal die Hesse-Matrix im Punkt x, mal h-min, dass das gerade den kleinsten Wert annimmt. Und diesen kleinsten Wert, das Minimum dieser Funktion, möchte ich hier mit m bezeichnen. Und da wir vorausgesetzt haben, dass diese Matrix HF positiv definiert ist, heißt das, das haben wir im letzten Video gesehen, dass diese Zahl m offensichtlich eine positive Zahl sein muss. Und im zweiten Fall betrachten wir jetzt, dass HF eine negativ definierte Matrix ist. Auch hier gibt es wieder einen Vektor, und den möchte ich hier sinnvollerweise jetzt mal mit h-Index max bezeichnen, aus dieser Sphäre S, mit der Eigenschaft, dass die Funktion psi für diesen Vektor h-max gerade den maximalen Wert annimmt. Also, das heißt ausführlich h-max transponiert mal die Hesse-Matrix mal den Vektor h-max muss jetzt den maximalen Wert annehmen. Aber unsere Matrix ist negativ definiert. Das heißt, der maximale Wert, den möchte ich hier vielleicht mit Groß M mal bezeichnen, muss hier in diesem Fall auf jeden Fall negativ sein, da unsere Matrix HF voraussetzungsgemäß eine negativ definierte Matrix sein soll. Die Frage ist jetzt ja, wie geht das jetzt weiter? Was bringt uns das jetzt hier, diese ganze Sache? Und zwar können wir damit jetzt diese Doppelsumme abschätzen. Und zwar betrachten wir jetzt einmal einen beliebigen Vektor h aus dem R auch n, beliebig. Dann können wir, ja, beliebig nicht ganz, also außer den Nullvektor, den wollen wir mal ausklammern. Also beliebig schreibe ich mal hier hinter, außer dem Nullvektor natürlich. Dann können wir diesen Vektor zunächst einmal normieren. Das heißt, diesen Vektor auf die Länge 1 bringen. Und diesen normierten Vektor möchte ich hier mal bezeichnen mit h0. Der berechnet sich, wie wir aus der linearen Algebra wissen, durch 1 dividiert durch die Norm von h mal h. Diese Gleichung können wir nun auflösen. Wir können damit den Vektor h, also jeden beliebigen Vektor, auch schreiben als h0 mal die Norm von h. Und das bedeutet jetzt, unser H0-Vektor ist offensichtlich ein Vektor mit, das schreibe ich hier noch hin, mit H0 ist ein Vektor aus unserer Sphäre S. Und wenn wir jetzt betrachten, einen beliebigen Vektor H transponiert mal HF im Punkte X mal H, heißt das ja, wir könnten das jetzt schreiben als,
Ja, H transponiert, der Betrag oder die Norm von H ist ja eine konstante Zahl und mit den Transpositionsgesetzen können Sie die schon mal vorziehen. Das heißt, die Norm von H können wir vorziehen, dann haben wir stehen H0 transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x mal den Vektor H und dafür können wir schreiben, das ist H0 mal die Norm von H. So, die Norm von H können wir mit nach vorne ziehen, sodass wir erhalten die Norm von H hoch 2 mal H0 transponiert HF von x mal H0. Das können wir auch noch kürzer schreiben. Das ist die Norm von H zum Quadrat mal Psi im Punkt oder im Vektor H0. H0 ist jetzt ein Vektor aus der Sphäre und wir wissen, dass jetzt dieser Vektor H0 nicht unbedingt der Vektor sein muss, der zum Maximum oder zum Minimum führen muss. Und wenn wir jetzt mal folgenden Fall betrachten, dass unsere Hesse-Matrix eine positiv definierte Matrix ist, dann wissen wir auf jeden Fall, dass H0 transponiert mal HF mal H0 auf jeden Fall größer oder höchstens gleich dem Minimum dieser Funktion Psi sein kann. Und das bedeutet, wir können hier schreiben, das ist dann sicher größer gleich als h, die Norm von h zum Quadrat mal m. Und das Ganze ist auf jeden Fall positiv, weil m, das kleine m ja als positiv gelten muss. Das habe ich, unterstreiche ich hier oben nochmal. Und das können wir sagen, das gilt offensichtlich, wenn für hf positiv definiert. Ist allerdings die Matrix HF negativ definiert, dann bedeutet das, dass unser Ausdruck H0, also H0 hoch T mal HF mal H0, offensichtlich kleiner gleich unser Maximum unserer Funktion Psi sein muss. Und das bedeutet, dann ist der Ausdruck die Norm von H zum Quadrat mal Psi von H0 sicher kleiner gleich als die Norm von H zum Quadrat mal unser großes M. Und groß M war ja sicher größer 0. Und das gilt dann für HF negativ definiert. Und diese Sache möchte ich hier mal einrahmen. Die werden wir im Beweis des folgenden Satzes jetzt gleich noch benötigen. Wir können jetzt nämlich unser hinreichendes Kriterium damit definieren, mit dieser ganzen Vorarbeit, die wir jetzt geleistet haben. Nämlich diese Dinge brauchen wir alle im Beweis des folgenden Satzes. Und dieser Satz ist jetzt das hinreichende Kriterium für lokale Extrema. Also Satz, das schreibe ich hier vielleicht mal dabei, das ist das hinreichende Kriterium für lokale Extrema. Und zwar betrachten wir eine natürliche Zahl n aus der Menge n und wir betrachten eine offene Menge g aus dem R hoch n, also offen. Und wir wollen eine Abbildung betrachten oder eine Funktion f, die eine Abbildung ist aus dieser offenen Menge g in die Menge der reellen Zahlen hinein. Und wir fordern, dass diese Funktion zweimal stetig partiell differenzierbar sein soll. Zweimal stetig partiell differenzierbar. Im Punkt, jetzt betrachten wir einen konkreten Punkt x0. Im Punkt x0 aus dem Definitionsbereich dieser Funktion f soll mal gelten, dass der Gradient von f in diesem Punkt gerade dem Nullvektor ergibt. Das heißt, x0 ist also ein kritischer Punkt. Dort haben die Tangenten alle die Steigung 0 sozusagen. Dann gelten folgende Aussagen. Dann gilt. Und zwar die erste Aussage ist die Hesse-Matrix in diesem Punkt x0, und zwar, wir fassen hier gleich zwei Fälle zusammen, der erste Fall ist die Hesse-Matrix negativ definiert, dann folgt daraus, dass f in diesem Punkt, also f hat in diesem Punkt x0 ein striktes
ein striktes lokales Maximum. Lokales Maximum. Und im zweiten Fall ist die Hesse-Matrix positiv definiert. Dann folgt daraus, dass die Funktion f in diesem Punkt gerade ein striktes lokales Minimum hat. Und die zweite Aussage ist schließlich die Aussage, die bezieht sich auf indefinite Hesse-Matrizen, ist hf im Punkt x0 indefinit, dann liegt in x0 kein, und das möchte ich hier mal unterstreichen, kein lokales Extrema vor. Oder Extremum können wir auch sagen. Extremum vor. So, und diesen Satz, den möchte ich jetzt zunächst einmal beweisen. Und für den Beweis brauchen wir jetzt all diese Dinge, die wir vor diesem Satz schon bewiesen haben. Wir fangen einmal an mit der Taylor-Formel. Und zwar ist unsere Voraussetzung ja hier, dass unsere Funktion f auf jeden Fall zweimal stetig partiell differenzierbar ist in jedem Punkt des Definitionsbereiches und das heißt insbesondere auch im kritischen Punkt x0. Und das bedeutet, wir können jetzt, das haben wir im Video Nummer 184 ja gezeigt, unsere Funktion in der Umgebung dieses Punktes x0, also für x0 plus h, schreiben als, das ist f von x0 plus der Gradient von f an der Stelle x0 multipliziert mit h plus 1/2 mal h transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x0 mal den Vektor h und dann kommt noch dieses Restglied r2 von h. Mit, und das hatten wir ja oben schon festgestellt, wir wissen, das schauen wir uns nochmal an, und zwar der Limes, das hatte ich hier oben eingerahmt in Rot, der Limes h gegen 0 für das Restglied r2 von h dividiert durch die Norm von h zum Quadrat ist gleich 0. Und das möchte ich hier hinter auch nochmal vermerken, mit Limes h gegen 0 von dem Restglied r2 von h dividiert durch die Norm von h zum Quadrat ist gleich 0. Das heißt also nichts anderes, dass das Restglied r2 schneller als quadratisch gegen 0 läuft. Nun bedenken wir aber unsere Voraussetzung, die wir oben im Satz gemacht haben. x0 sei ein kritischer Punkt, haben wir angenommen. Das heißt, der Gradient muss offensichtlich im Punkt x0 verschwinden. Und das heißt, unser zweiter Summand hier in dieser Taylor-Formel ist 0. Und was wir jetzt machen können, wir können die Taylor-Formel noch etwas umwandeln. Wir bringen jetzt den Ausdruck f an der Stelle x0 mit auf die linke Seite mit rüber. Das heißt, wir schreiben f an der Stelle x0 plus h minus f an der Stelle x0. Und das wäre dann 1/2 mal h transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x0 mal h plus r2 von h. So, jetzt betrachten wir einmal den ersten Fall. Und zwar nehmen wir mal an, unsere Hesse-Matrix ist eine positiv definierte Matrix. Das sei also mal unser erster Fall. Wir können jetzt eigentlich mit dem Beweis erstmal richtig loslegen. Jetzt kommen wir zur ersten Aussage vielleicht zunächst einmal. Das war alles Vorarbeit bis jetzt. Und wir betrachten jetzt den ersten Fall, also Fall 1, möchte ich den hier mal bezeichnen. Wir nehmen mal an, die Hesse-Matrix bei uns ist positiv definiert in dieser kritischen Stelle x0. Das bedeutet, das hatten wir ja im letzten Video gesehen, dass dieser Ausdruck offensichtlich größer als 0 sein muss. Und zwar muss das gelten für sämtliche Vektoren h aus dem R auch n ohne dem Nullvektor. Also unsere Matrix h f soll positiv definiert sein. Dann können wir Folgendes machen. Wir können jetzt ein h so geschickt wählen, also das schreibe ich vielleicht erstmal auf, wähle ein Vektor h aus dem Rn so, dass der Quotient, und zwar der Betrag von R2 an der Stelle h,
dividiert durch die Norm von h kleiner wird als. Und zwar, wir wissen ja, wir sehen hier oben, der Limes h gegen 0 von R2 von h durch die Norm von h zum Quadrat geht ja gegen 0. Das heißt, wenn Sie sehr kleine h-Werte betrachten, können Sie diesen Ausdruck auch beliebig klein machen. Und wir wählen das h aus dem Rn jetzt so, dass dieser Ausdruck hier auf jeden Fall kleiner wird als das Maximum der Funktion psi. Und dieses Maximum, das hatten wir bezeichnet mit m, und wir wollen sogar noch fordern, dass dieser Ausdruck sogar kleiner sein soll als m durch 4. Dieses m war ja eine positive Zahl. Wenn wir nochmal nach oben schauen, wir haben ja angenommen, dass die Hesse-Matrix eine positiv definierte Matrix sein soll. Dann muss ja gelten, wie wir sehen, dass der Ausdruck h transponiert mal hf von x mal h auf jeden Fall größer gleich sein muss als die Norm von h zum Quadrat mal m. Und das werden wir jetzt gleich ausnutzen. Zunächst einmal können wir aber diese Ungleichung hier äquivalent umformen. Und zwar könnte ich sie mal auflösen nach r2 von h. Betrag, das wäre dann sicher kleiner als m Viertel mal die Norm von h hoch 2. Und nun betrachten wir wieder folgende Eigenschaft: Wenn der Betrag einer reellen Zahl x kleiner als a ist, dann können Sie diese Ungleichung äquivalent umformen, nämlich minus a muss dann kleiner als x sein und x selbst muss kleiner als a sein. Und diese Eigenschaft, die möchte ich jetzt hier anwenden. Das wäre dann äquivalent. Wir wollen also die Betragsstriche weglassen, die bei dem R2 stehen. Dann können wir hier schreiben, minus m Viertel mal die Norm von h hoch 2 muss kleiner sein als R2 von h. Und R2 von h selbst muss wieder kleiner sein als m Viertel multipliziert mit der Norm von h zum Quadrat. Was können wir jetzt damit machen? Und zwar betrachten wir jetzt nochmal unsere Taylor-Formel im kritischen Punkt, also in der Umgebung des kritischen Punktes, also f an der Stelle x0 plus h minus f an der Stelle x0. Da hatten wir ja oben hingeschrieben, das ist ein halb mal h transponiert mal hf von x0 multipliziert mit h und plus r2, also unser Restglied an der Stelle h. Wir haben ja vorausgesetzt, unsere Hesse-Matrix ist positiv definiert. Damit können wir zunächst einmal den ersten Summanden abschätzen. Und zwar für positiv definierte Matrizen gilt ja für alle Vektoren h, dass dieser Ausdruck größer gleich sein muss als die Norm von h zum Quadrat mal klein m. Das heißt also, dieser Ausdruck hier ist sicher größer gleich als die Norm von h zum Quadrat mal klein m. Und wir können jetzt, was wir machen wollen, ist eigentlich, wir wollen jetzt diese Differenz abschätzen, und zwar nach unten hin. Dazu schätzen wir auch nochmal diesen Ausdruck R2 von h ab. Und zwar dieser Ausdruck R2 von h ist sicher größer als minus m Viertel mal die Norm von h. Das hatten wir ja eben gesehen. Sodass insgesamt dieser Ausdruck offensichtlich größer sein muss als, jetzt müssen wir die ein halb hier vorne noch berücksichtigen, als m halbe multipliziert mit der Norm von h zum Quadrat minus m Viertel mal die Norm von h zum Quadrat. Das lässt sich noch zusammenfassen. Ein halb m minus ein Viertel m gibt m Viertel multipliziert mit der Norm von h hoch 2. Da der Vektor h ja auf keinen Fall der Nullvektor ist, kann die Norm von h auch nie den Wert 0 annehmen. Das heißt, die Norm von h und zum Quadrat muss offensichtlich irgendeine positive reelle Zahl sein. Unser m, dieses kleine m, ist selbst eine positive reelle Zahl, also auch größer 0, sodass insgesamt dieser Ausdruck offensichtlich größer als 0 sein muss. Und was heißt das jetzt? Das heißt, betrachten Sie Funktionswerte in der Umgebung des kritischen Punktes, also an der Stelle x0 plus h, dann sind offensichtlich diese Punkte immer größer als der Funktionswert im kritischen Punkt selbst. Und das bedeutet, der kritische Punkt muss hier offensichtlich ein striktes lokales Minimum sein. Also daraus folgt, x0 ist striktes
lokales Minimum. Da das für alle Vektoren h gilt, ist das also auf jeden Fall ein striktes lokales Minimum. So hatten wir das ja definiert. So, jetzt betrachten wir den zweiten Fall. Und zwar der zweite Fall, Fall Nummer 2, wäre jetzt der Fall, in dem wir annehmen, dass die Hesse-Matrix HF im Punkt x0 gerade negativ definiert ist. Das heißt, dieser Ausdruck muss dann kleiner 0 sein, und zwar für alle h wieder aus dem r hoch n, aber wir betrachten nicht den Nullvektor. Also diese Matrix sei jetzt negativ definiert. Auch hier wollen wir wieder die Taylor-Formel benutzen in der Umgebung des Punktes x0. Die schreibe ich jetzt hier einfach nochmal ab. Zunächst einmal, das ist 1/2 h transponiert mal hf von an der Stelle x0 mal h plus der Fehler r oder das Restlied r2 von h. Und das müssen wir uns zunächst einmal wieder abschätzen. Das mache ich hier mal nebenbei. Und zwar betrachten wir wieder r2 in Abhängigkeit von h dividiert durch die Norm von h, und zwar im Betrag. Nun, jetzt können wir was machen? Wir können sagen, dass dieser Ausdruck sicher kleiner ist. Wir können wieder ein h so geschickt wählen, genauso wie wir das oben im ersten Fall gemacht haben. Und zwar dort haben wir gesagt, wir wählen ein h aus dem r auch n so, dass dieser Quotient, und zwar im Betrag, kleiner sein soll. In unserem Fall wollen wir jetzt betrachten, kleiner als groß m Viertel mal die Norm von h. Wieso geht das? Wir haben ja hier vorausgesetzt, dass unsere Hesse-Matrix negativ definiert ist. Und wir können jetzt, das heißt also unser m, dieses große m, das war ja gerade das Maximum der Funktion Psi. Dieses m war selbst eine negative Zahl, sodass dieser Bruch, der hier auf der rechten Seite steht, offensichtlich eine positive Zahl ist. Und wir können jetzt einen Vektor h aus dem r auch n so geschickt wählen, dass dieser Quotient, der hier links steht, ich habe das Quadrat hier vergessen, sehe ich gerade, sicher kleiner ist als der Ausdruck, der hier rechts steht. Und das können wir natürlich äquivalent wieder umformen. Wir lösen das einmal auf nach r2 von h Betrag. Das muss dann kleiner sein als minus m Viertel mal, hier habe ich einen Fehler gemacht, hier soll natürlich nicht h-Betrag stehen, sondern nur m Viertel, Entschuldigung. Und das lösen wir jetzt auf nach r2 von h Betrag, das heißt, dass die Norm zum Quadrat ziehen wir mit in den Zähler hier mit rein, und wir wollen jetzt auch die Betragsstriche weglassen, dann können wir hier wieder die Ungleichung von oben benutzen, das heißt, das ist äquivalent zu, ja, minus von minus m Viertel gibt m Viertel mal die Norm von h zum Quadrat, und das muss kleiner sein als r2 von h, und das muss selbst kleiner sein als minus m Viertel mal die Norm von h zum Quadrat. So, da unsere Matrix hf ja jetzt im zweiten Fall negativ definiert sein soll, bedeutet das, wenn wir nochmal hier oben in den roten eingerahmten Kasten hingehen, dass für diese Matrix gelten muss, dass das Produkt aus h transponiert mal hf mal h offensichtlich immer kleiner gleich sein muss als die Norm von h zum Quadrat mal groß m. Also können wir sagen, dieser Ausdruck hier ist offensichtlich immer, immer kleiner gleich, war doch kleiner gleich, jetzt muss ich nochmal nach oben schauen, ja, kleiner gleich als die Norm von h zum Quadrat mal m. Und wir wollen jetzt diesen Ausdruck abschätzen nach oben hin. Das heißt, wir suchen jetzt auch für R2 den größtmöglichen Ausdruck, und der steht hier auf der rechten Seite. Dieser Ausdruck ist sicher kleiner als minus m Viertel mal die Norm von h zum Quadrat. So dass insgesamt der Ausdruck offensichtlich kleiner sein muss als, jetzt berücksichtigen wir noch die 1/2 hier vorne, als 1/2 m mal die Norm von h hoch 2 minus m Viertel mal die Norm von h hoch 2. Das lässt sich wieder zusammenfassen als 1 Viertel mal m mal die Norm von h
hoch 2. Und wir wissen, dass m eine negative Zahl ist und wir wissen, dass die Norm von h auf jeden Fall eine positive Zahl sein muss, da h ja nicht der Nullvektor sein darf und damit die Norm nie den Wert 0 annehmen könnte. Da nun m hier negativ ist, heißt das, der gesamte Ausdruck ist sicher kleiner als 0. Und was folgt daraus? Das heißt, alle Funktionswerte in der Umgebung des kritischen Punktes x0 sind offensichtlich kleiner als der Funktionswert im kritischen Punkt x0 selbst. Das heißt, x0 wäre in diesem Fall, also ist ein striktes lokales Maximum. Damit hätten wir die erste Aussage des Satzes schon bewiesen. Und die zweite Aussage, wie war die noch einmal? Schauen wir noch mal hin. Wir nehmen jetzt einmal an, die Hesse-Matrix ist indefinit. Dann liegt kein lokales Extrema vor. Das wollen wir beweisen. Also zu 2. Und der Beweis geht im Prinzip analog zu dem Beweis der ersten Aussage. Und zwar, wenn die Hesse-Matrix indefinit ist, dann müsste es zwei Vektoren aus unserer Sphäre geben. Also es gibt, das schreibe ich hier vielleicht einmal auf, es gibt zwei Vektoren und diese Vektoren möchte ich hier mal bezeichnen, einmal mit h-Index plus und einmal mit h-Index minus. Es gibt dann zwei solche Vektoren aus der Sphäre mit folgender Bedingung. Und zwar, wenn Sie diese Vektoren aus dieser Sphäre in diese Funktion psi einsetzen, fangen wir mal an, vielleicht mit dem Vektor h-Index plus. Das wäre ja ausführlich geschrieben h plus transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x0 mal h plus. Und zwar finden wir einen Vektor h plus so, dass dieser Ausdruck auf jeden Fall positiv ist. Aber dieser Ausdruck, wenn der positiv ist, muss auf jeden Fall immer noch größer gleich sein als das Minimum dieser Funktion psi. Und das Minimum war ja gerade als klein m bezeichnet worden und das war größer 0. Und wir finden auch ein, ja, ich schreibe mal hin, psi von h minus. Das wäre ja hier ausführlich h minus transponiert mal hf von x0 mal h-Index minus. Dieser Vektor soll ein Vektor sein, der uns einen negativen Wert liefert, weil die Matrix hf war ja nach Voraussetzung indefinit. Das heißt, es muss Vektoren geben, wo dieser Ausdruck positiv wird und auch einen Vektor geben, wo dieser Ausdruck auch negativ wird. Und dieser h-Vektor soll jetzt diesen Ausdruck negativ machen. Und der muss auf jeden Fall aber kleiner gleich sein als das Maximum dieser Funktion psi. Und das Maximum hatten wir mit groß m bezeichnet und das war gerade kleiner 0. Dann können wir Folgendes machen. Dann gibt es eine Zahl, und die möchte ich hier mal als T1 bezeichnen, aus der Menge der reellen Zahlen, und zwar so, dass Folgendes gilt. Und jetzt geht das genauso wie im Beweis der ersten Aussage. Wir betrachten jetzt wieder die Taylor-Formel in der Umgebung des Punktes x0, allerdings, indem wir schreiben x0 plus T1 mal dem Vektor h plus minus f an der Stelle x0, und das wäre ja gerade ja 1/2. Jetzt setzen wir das Ganze mal ein. Ja, dann müssen wir hier einsetzen T1 mal h plus, und zwar diesen Vektor transponiert mal hf im Punkt x0 mal den Vektor T1 mal h plus. Ja, und das Ganze und dann noch plus natürlich das Restglied R2, diesmal an der Stelle T1 h plus. So, zunächst einmal können wir ja Folgendes schreiben. Wir können hier im ersten Summanden das T1 mal rausziehen, dann erhalten wir ja 1/2 T1 Quadrat und dann würde da ja nur noch stehen h plus transponiert mal hf an der Stelle x0, und das T1 haben wir rausgezogen, habe ich gleich nach vorne mit hingeschrieben. Das habe ich also zu T1 Quadrat geschrieben, wie Sie hier sehen. Es steht hinter der Hesse-Matrix dann einfach nur h plus. Und dann haben wir noch unser Restglied R2 von T1 und h plus. Nun, wir wissen, h plus transponiert mal hf
mal h plus muss selbst genommen wieder sein größer oder höchstens gleich m. Das heißt, unser gesamter erster Ausdruck ist auf jeden Fall größer gleich als 1/2 t1 Quadrat mal m. Und wir können unser t1 jetzt wieder so geschickt wählen. Bedenken Sie, hf, also dieser Ausdruck ist ja positiv. Das heißt, wir können jetzt unser t1 so geschickt wählen, und zwar analog, wie wir das gemacht haben bei dem Beweis der ersten Aussage, dass dieses Restlied jetzt auf jeden Fall größer wird als minus 1/4 mal t1 Quadrat mal m. Das ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, insgesamt ist dann dieser Ausdruck wieder 1/4 mal in diesem Fall t1 Quadrat mal m. M ist eine positive Zahl. Das heißt, und t1 Quadrat ist auch positiv. Das heißt, das ist sicher größer als 0. Denn t1 gleich 0 wollen wir hier nicht zulassen. Das müsste ich hier oben vielleicht noch einmal ausschließen. T1 soll also irgendeine Zahl aus R ohne die Zahl 0 sein. So, dasselbe können wir nun auch machen für t2. Wir wählen jetzt also ein t2 und betrachten den Vektor h-. Das schreibe ich hier formal nochmal kurz hin. Dann gibt es auch ein t2 aus der Menge R ohne 0, so das gilt, und jetzt machen wir dasselbe noch einmal, indem wir schreiben f an der Stelle x0 plus t2 und betrachten jetzt allerdings den Vektor h-, wo gerade dieser Ausdruck mit der Hesse-Matrix negativ wird, minus f an der Stelle x0, und dort könnten Sie das t2 nach vorne ziehen. Das ist dann t2 Quadrat, und dann hätten Sie hier stehen h minus transponiert mal die Hesse-Matrix im Punkt x0 mal den Vektor h minus plus r2 an der Stelle t2 mal den Vektor h minus. Und wir wissen, das sehen wir hier oben, h minus transponiert mal die Hesse-Matrix mal h minus ist sicher kleiner als m. Das heißt, dieser gesamte Ausdruck ist auf jeden Fall kleiner gleich als 1/2 t2 Quadrat mal groß m, und der hintere Ausdruck lässt sich durch geeignete Wahl von t2 jetzt wieder so abschätzen, dass der sicher kleiner ist als minus, minus 1/4 mal t2 Quadrat mal m. So dass sich hier insgesamt ergibt, das ist offensichtlich kleiner als 1/4 t2 Quadrat mal m, und da m eine negative Zahl ist, ist das in diesem Fall kleiner 0. Und das bedeutet offensichtlich, wenn Sie im Punkt x0 stehen und eine Auslenkung vornehmen in Richtung h1, dann sehen Sie, dass die Funktionswerte offensichtlich zunehmen. Gehen Sie dagegen aber in Richtung h2, dann sehen wir, dass die Funktionswerte, wenn Sie sich in Richtung h2 von dem Punkt x0 entfernen, dann werden die Funktionswerte offensichtlich kleiner. Und das bedeutet nach unserer Definition, dass hier also kein lokales Extremum existieren kann. Also hieraus schließen wir kein lokales Extrema. Und damit wäre dieser Satz jetzt endlich bewiesen. Das war also eine Tortur, wie Sie sehen. Ich möchte jetzt vielleicht zum Abschluss dieses Videos noch eine Definition angeben, die wir im nächsten Video dann benötigen werden. Und zwar, was ein Sattelpunkt ist. Definition. Ein kritischer Punkt, der kein lokales Extremum ist, heißt Sattelpunkt. Und wir werden uns dann im nächsten Video noch etwas ausführlicher auch mit Sattelpunkten beschäftigen und vor allen Dingen auch Anwendungen sehen, wie man jetzt diese notwendige und diese hinreichende Bedingung auf mehrdimensionale Funktionen anwenden kann.
Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen.